Um nochmal auf die Denkweise von Viktor Schauberger einzugehen. Viktor Schauberger beschreibt, wie er seinen Geist mit dem Wasser mitgehen lässt. Er hat eben stundenlang das Wasser beobachtet und er hat das Wasser betrachtet als ein Wesen. Und zwar das Wesen auf der Erde, das uns Menschen und die Erde an sich mit höheren Sphären verbindet, mit dem Geist verbindet. Wir bestehen aus 60% Wasser, andere Organismen bis zu 90% oder noch mehr aus Wasser. Und das Wasser enthält alles Wissen der Welt, sagt Schauberger. Dadurch, dass er sich mit dem Wasser verbunden hat, wie er es beschreibt, hat ihm das Wasser die Antworten gegeben, die er gesucht hat. Die Frage ist dabei, können wir mit unserem Stand der Dinge, wenn wir auf die Uni gehen, können wir solche Methoden anwenden? Können wir uns, haben wir noch die Fähigkeit, uns mit dem Wasser zu verbinden? Wie tun wir das? Es gibt andere Menschen, die das beschreiben, wie Rudolf Steiner in einigen seiner Bücher, wie man das machen kann. Aber alle dieser Menschen sind auf spirituellen Wegen. Wie können wir das mit unserer Wissenschaft verbinden? Gibt es da Widersprüche? Oder kann man das wirklich verbinden? Ist das Wissen, was wir jetzt haben, umsonst? Was ich sehr stark bezweifle. Aber es ist bestimmt nicht vollständig. Mein Wunsch ist es, dass wir in Zukunft das Wissen, was wir haben, beiseite legen können und jederzeit darauf zurückgreifen können, aber uns komplett frei machen und neue Methoden entwickeln, um auch eine neue Wissenschaft zu erfinden und zu erforschen. Dadurch, dass wir Versuche starten, uns mit dem Wasser zu verbinden. Aber wenn ich von Objektivität und Subjektivität rede, worüber rede ich dann? Gibt es Objektivität? Was ist das dann? Wieso ist Objektivität objektiv? Was ist der Unterschied zwischen Wissen und Glauben? Was weiß ich wirklich? Nehmen wir ein Beispiel, also wenn ich 5 Euro nehme, dann sagen alle, 5 Euro sind 5 Euro, das hat einen Wert und damit kann ich an der Kasse bezahlen. Wieso kann ich das? Wenn ich zur Kasse gehe mit Waren, die 5 Euro wert sind und gebe der Kassiererin 5 Euro und dann schaut mich die Kassiererin an und sagt, na, das sind keine 5 Euro, ich glaube dir nicht. Na, das sind 5 Euro. Nein, es sind keine, ich glaube dir nicht. Was kann ich dann mit diesen 5 Euro anfangen? Sprich, 5 Euro sind nur deswegen 5 Euro, weil wir uns darauf einigen, dass 5 Euro 5 Euro sind. Und weil ich dran glaube und die Kassiererin dran glaubt und wir alle dran glauben, deswegen sind 5 Euro tatsächlich 5 Euro. Und so ist es vielleicht auch mit allem. Also müssen wir nur Methoden entwickeln, auf die wir uns einigen, dass wir nach diesen Methoden arbeiten wollen. Denn das ist alles, was wir momentan tun. Wir einigen uns auf wissenschaftliche Methoden. Wir einigen uns auf unsere Wahrnehmung, wir einigen uns auf ein soziales System und auf ein politisches System, auf ein wirtschaftliches System.
Aber es ist nicht das Wahre. Denn was ist das Wahre? Ist es nicht Hauptsache des Lebens überhaupt, seine Antworten selbst zu finden, seine Fragen selbst zu finden, die Antworten, die neue Fragen aufliefern, zu finden? Ist das nicht das Schönste am Leben, dass ich immer weiter suchen darf und immer weiter finden darf? Ist es nicht schön, herauszufinden, was ich mit meinen eigenen Antworten anstellen kann, was sie für Folgen haben? Ist das nicht die schönste Herausforderung im Leben?